müssen den Hexer seine Arbeit tun lassen. Arbeit veredelt. Aber Müßiggang macht glücklich. Nacht, Liebe und Wein verleiten nicht zu Halbheiten. Mein Herr, ein Brief für dich. Ein Brief? Von wem? Das weiß ich nicht. Ich soll ihn nur abgeben. Hier. Danke dir. Nein, Herr, ich danke dir. Hoffentlich kann ich bald wieder zu Diensten sein. Mein lieber Geralt. Hoffentlich geht es dir gut. Du bist bestimmt wieder einem bösen Monster auf der Spur. Oder vielleicht einem komplizierten Fluch? Oh, Geralt, ich wünschte, ich wüsste es. Was dich auch immer in Atem hält, vielleicht brauchst du ja eine kleine Pause. Zu diesem Zweck verrate ich dir ein interessantes Geheimnis, auf das ich in einem alten Manuskript gestoßen bin, das ich einem Händler aus Nazair abgekauft habe. Der Autor des Wälzers behauptet, dass ein gewisser Professor Moreau einst Beauclair sein Zuhause nannte. Und dieser Professor hat Hexermutationen erforscht. Viel mehr weiß ich leider nicht, aber ich denke, das dürfte dein Interesse geweckt haben. Im Buch wird ein Tagebuch erwähnt, das mit dem Gelehrten nach dessen Tod begraben wurde. Es könnte zu seinem Labor führen. Ich lege dir eine Karte bei, die ich im Folianten gefunden habe. Sie ist an einigen Stellen unleserlich, wird dir aber hoffentlich trotzdem nützen. Ich habe das Gefühl, dass die Sache wichtig ist. Bitte sei vorsichtig und komm schnell wieder zu mir zurück. Deine Triss. Ein Professor, der Hexermutationen erforscht hat. Könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen.